Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4. Und wir werden uns jetzt erstmal ein paar kleine Blättchen holen. Course Recan. Hey, ist eine Kiste im Wasser. Komm schon. AJ. Es ist 20 Sekunden Hilfe. Betreibt man nicht. Das schaffe ich sogar noch länger. Was brauchen wir denn für diese Teile hier? Wofür ist dieser blaue, orange, nicht blaue, dieser orange Streifen da drunter? Ach so, okay, dann geht's einfach weg. Überlebensspritze, dafür brauchen wir ein gelbes und ein rotes Blatt. Ich will gerne die Fokus spritzen, aber davon haben wir noch zwei. Dann scheiß was drauf. Das war mitten im Wasser, oder? Ja. Die war mitten im Wasser. Alrighty. Wir sollten uns aber sowieso noch ein paar grüne Blätter besorgen. Bevor wir zur Festung gehen. Ja, egal. Andere Seite. Ja. Okay, gut. Nein, drin. Okay, gut. Kompensation. Mission beendet. Sei vorsichtig, Bruder. Du näherst dich Deplöers Festung. Solange er die Region kontrolliert, wird sie nur schwer einzunehmen sein. Easy. Mach ich mit links. Noch nicht mit links, wird so einfach. Ja, ja, alle Alarmstationen sind einzeln. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, finde ich. Aber wir sollten uns andere Waffen dafür holen. Wir sind gerade direkt daneben an. That's stupid. Waschakot. Wir haben die für Stealth und die für Stealth. Das ist laut und das ist laut. Wird schon funktionieren. Und wie sollen wir da überhaupt reinkommen? Weißt du, eine uneinnehmbare Festung, so viele Leute. Ich komme noch nicht mal rein. Jetzt bin ich gespannt, ob ich da einfach von oben reinhüpfen kann. Okay. Ich sehe keinen einzigen, bis auf den da. Ist wahrscheinlich, gehe ich mit der Kamera durch, sie mindestens 50 Stück. Ne, ernsthaft, ich sehe keinen außer die. Ja, ja, du redest mit dir alleine, auch gut. Der hat gerade gesagt, ich habe ihn gesehen. Ich habe erstmal einen halben Herzinfarkt bekommen. Den mache ich lieber weg, bevor er mich irgendjemand sieht. Der Mörser steht doch nicht ohne Grund hier. Der patrouilliert nur in der Mitte, wenn ich es richtig sehe. Wir können noch keine... Na, fast. Wir können noch keinen dicken Takedown, oder? Nee.
Ganze schwerer. Guck mal, wie viele Leute wir jetzt schon wieder entdeckt haben. Einfach 4 Leute, die wir vorhin überhaupt nicht gesehen haben. Das ist krass. Da ist ein Alarm. Und in der Mitte ist ein Alarm. Das hören die aber. Oh, das ist ein bisschen laut. Ich schätze, die Verstärkungswellen sind ziemlich hardcore. Ah, oh, war nichts. Okay, das merken die doch nicht. Okay. Ich will gar nicht wissen, wie die Festungen sind, wenn es ein pures Geballer ist. Weil wenn jetzt schon extra Koop angeboten wird. Koop geht wahrscheinlich wieder wie im letzten Teil bis zu 4 Spieler. Aber 4 Spieler? Ernsthaft? Ich glaube, so schwer ist es nicht, wenn du so dick hast, mit dem MG auch schnell down, also. Ich will echt gesagt überlegen, wie mache ich den Stealth weg? Aha. Ich sag's dir, wenn du diesen Schamanen triffst, dann halt ihn wieder Abstand. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Der Alarm ist auch weg. Ich würde mich an deiner Stelle nicht mit dem Medizinmann anlegen. Er ist gefährlich, glaub mir. Das wird er sehen. Okay. Der letzte Alarm ist da hinten. Es ist gar nicht mal so einfach. Also, die Gegner an sich sind jetzt nicht schwer, aber die halt zu töten, ohne entdeckt zu werden. Ich glaube, wenn die Alarmdinger erstmal aus sind, dann geht das erstmal klar. Ich glaube, das Schlimmste an diesen Dingern ist wirklich die Alarmteile, oder? Oh, das ist ein Sniper, den habe ich vorher gar nicht gesehen. Willst du nicht erzählen, dass ich jetzt nicht vorbeikomme, oder? Wow. Da habe ich ja nur was gesehen. Ja, hast du halt was gehört, ist mir egal. So, jetzt können wir wieder sneaken. Ich hoffe, da komme ich vorbei, weil wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Ach, deswegen habe ich den nicht gesehen. Erstmal danke für meinen Pfeil. So. Da ist der letzte Alarmfall. Wie zerstöre ich den? Danke für den Easy Kill. Aber wenn der hochgekommen ist, komme ich da auch runter. Weil ich kann einfach wegheadshotten, oder? Mein Problem ist jetzt erstmal der Alarm. Den Alarm leise wegzumachen. Weil ich will keinen Alarm auslösen. Ich will das Stealth schaffen. Das wäre dann richtig awesome. Nicht runterfallen. Voll weit weg.
Ist doch so gewollt, dass ich da nicht runterkomme. Also von beiden Seiten nicht weiterkommen. Der ist jetzt nicht gefallen. Das gilt vielleicht aber gerade mal für einen Puffbesuch, ist er, oder? Oder können wir da hinten irgendwo hochklettern? Ich finde den Irren, der meine Freunde abgestochen hat. Es ist Arschloch. Ne, der Hund wird mich sehen. Das ist ein bisschen beschissen. Oh. Guck weg. Mache ich das? So ein Hook jetzt, wie ein Dying Light, das wäre cool. So. Was bringt das? Natürlich. Ich muss zum Alarm, ich muss zum Alarm. Du dumme Hure. Du dummes Arschloch. Er hat Alarm geschlagen. Wo ist er hin? Das kann da nicht ewig drin bleiben. Hol ihn! Okay. Scheiße. Da! Du! Mach Hundefutter aus. Erst auf, nein, nicht weggeben. Alter. Tötet den Kerl! Unterwegs! Los! Los, los, los! Immer! Weiter! Bis so mach ich die weg. Du bist so armselig. Weg! Tschüss! Ah, ich wollte schon sagen. Du kommst aus der Luft, was? Das schaffen wir! Getroffen! Da hat er mich getroffen. Weg mit euch. Stirb. Jawohl. Waschakotz! Oder Kot. Ich muss sagen, bis auf den letzten Alarm, nicht so mega schwer. Und ganz ehrlich, selbst mit, wenn die schießen, da brauchen wir noch keine 4 Leute für. Also alleine ist schon anspruchsvoll, ja, aber... 4 Leute? Really? Ich bin beeindruckt, Bruder. Du hast Pauls Festung alleine erobert. Du hast Mohans Feuer. Sorg dafür, dass Paul sich daran verbrennt. Okay. Ich dachte, das wird das übelst gefeiert. Weißt du, wir haben eine übelst dicke Festung übernommen. Ja, oh, bist super, Bruder. Hast gut gemacht. Das war's. Kein... Was? Du hast es alleine geschafft? Oh mein Gott, du Badass. Du kranke Sau! Du, was, wie? Na, das kannst nicht bringen! Oh mein Gott, heftig! Alter, so hätte er abgehen müssen. Langweiler. Na komm, heute ist endlich. Parkans Zorn ist unterwegs. Wo denn?
viel zu weit weg. Hab ich keine Lust drauf. Okay. Okay. Ne, die Feste machen wir irgendwann nochmal, wenn wir Dicke töten können. Beschütze die verletzten Zivilisten vor den gefrissigen Rothunden. Wenigstens ein Zivilist muss überleben. Bla bla bla. Bla bla. Gelobt sei Kyra. Ich bin auf der alten Farm. Ich schick dir die Koordinaten. Bitte beeil dich. Halte durch. Ich bin auf dem Weg. Was machst du da? Propaganda entfernen, du Arschloch. Was willst du von mir, hä? Willst du aufpucken? Halt mal lieber deine Klappe. Danke. Hängst du noch ganz sauber? Immer noch wegmachen, ja. Willst du auf Maul? Ich hab gehört, die Soldaten hätten Kämpfer. Ach, das stört dich nicht? Hä? Vermutlich werden sie jetzt in diesem Moment gefoltert. Ich fürchte, es könnte schon zu spät sein. Leck mich am Arsch, pass doch auf! Hä? Was willst du eigentlich? Wir brauchen einen Rettungsplan für alle, die Paganmin gefangen genommen. Oh, falsche Richtung. Vermutlich werden sie jetzt in diesem Moment gefoltert. Hi. Das fand ich zwar wirklich nicht so mega schwer, wie ich... Also, wenn die sagen, hörst du auf, es ist so krass gefährlich, musst du Koop machen. So schwer, dass es Koop machen muss? Nee. Ihr hört den Sender auf meinem Spielbahn. Ja, danke. Ich schaff das, die Treppe hochzufahren. Siehst du? Wenn ich schon sterbe, nehme ich ein paar von denen mit. Den Göttern sei Dank. AJ, die Hunde haben immer eine Fotze. Aber ich höre sie noch. Leg ein paar Minen. Das könnte die Hunde aufhalten und uns Zeit verschaffen. Okay. Die Hunde sind tollmütig und dürfen die Zivilisten nicht beißen. Der Fleur nutzt sie, um seine Opfer zu foltern. Aber einige sind entkommen und haben die anderen angesteckt. Easy. Upsala. Hoppala. Ja, die Mine war gut gesetzt. Da kamen ja immer mehr. Ja? Ups. Namaste. Ne, Namaste. Einfach so ganz geschmeidig so Namaste. Die Biester sind bösartig. Die sind krank. Dank dem Plur. Hey, ich bin auf deiner Seite. Ja, ich weiß, dass ihr auf meiner Seite seid. Nur egal. Das ist voll witzig. Die explodieren einfach. Wie die Hunde. Ja, was ist daran jetzt schwer? Siehst du noch welche? Wenn du. Ich meine Minen wieder. Oh je. Das waren wohl die letzten. Spar dir das für die Army. Spar dir das für die Army, deine Mutter. Schwuppdiwuppidubidubdub. Schwuppidubidubdub. Ach, scheiß auf die ganzen Quitter. Ja, Schnellreise. Wenn jetzt wieder so ewig lang dauert, dann benutze ich nie wieder Schnellreise. Danke. Hilf mir! Lass mich erstmal kaufen, ja? Danke. Kaufen. Gut. Waffen. So. Ja. Ja. Gut. So, was möchtest du denn von mir haben, Kollege? Ich bin eine Geisel. Okay. Rette mich, bitte.
Ja, ich rette dich immer. Eine Fischfarm wird Fischfarm wieder angegriffen. Die Royal Army stiehlt alle Nahrungsmittel, die sie findet. Wenn die Soldaten alles geplündert haben, benutzen sie die Geiseln als Zwangsarbeiter oder töten sie. Befreie sie, bevor es dazu kommt. Meine Familie haben sie auch. Bitte, du musst sie retten, sonst tut es niemand. Ich mach das schon! Also wie schnell er es gesagt hat jetzt. Ich mach das schon! Ist kein Problem, ich mach das schon! Kein Problem! Manchmal muss man einfach schießen, um ganz kurz zu wissen, wie die Waffe nochmal schießt. Ja, komm, dann geh ins Boot. Komm, ja, fein. Keine Fahrhilfe, erzähl nicht. Bist du ganz allein drauf gekommen, AJ? So, wo ist dieses Kackding jetzt endlich, ja? Da. Um da, Jimmada, Mangamana, Umbada. Maske von Yalunke entfernt. Setz dich wieder ganz gemütlich dahin. Und fahr weiter. Wir sollten da nicht direkt so dran fahren. Wir sollten das zumindest ein bisschen am Rand machen. Ich sollte mir ein bisschen was holen, damit es stealth ist, oder? Ja. Der geht erstmal um. Leute, wir haben alle Geiseln getötet, oh, du Sau. Ich sollte übrigens von oben kommen, das ist besser. Eindeutig besser. Ja klar. Spawn mich halt noch weiter weg. Natürlich spawn ich im Wasser, ohne Boot, alles. Danke. Warte! Das warte! War irgendwie cool. Nun deckst mich nicht. Was ist das jetzt? Jetzt war es das aber. Easy. Erst die Kiste durchsuchen, die ich gerade da den Weg freigeräumt habe. Läuft. Geiseln. Hier waren zwei, genau. Ich kann dir nur das hier geben. Ich danke dir. Bitte. Wenn ich doch nur mehr hätte. Nimm das für unsere Rettung. Wo sind die anderen? Da unten. Hey Jay, ich hoffe es ist okay, aber ich habe mir die Freiheit genommen, dir einen neuen Anzug schneidern zu lassen. Wenn das alles vorbei ist und du über Kyrat herrschst, brauchst einen anderen Look als Jeans und gottverdammte Tonschuhe. Ich bin sicher, dass ich sterbe. Und diese Jacke, ich will gar nicht damit anfangen. Wozu um alles in der Welt brauchst du so viele Taschen? Was hast du denn da drin? Fleisch? Das wird wohl sein. Ich schreibe dem Schneider eine Notiz. AJ's Jacke, Fleischtaschen mit Reißverschluss. Perfekt.
Gut, ich will dich nicht länger aufhalten. Nice. Ich mag Pergamin irgendwie. Ja, es war einfach mal ganz kurz rot. Alles ist rot. Wo ist denn unsere nächste Aufgabe? Bin jetzt aber nicht irgendwie blind oder so, oder? Hä? Wo geht denn der goldene Pfad weiter? Nicht blöd? Wieso ist das da so rot? Ah, keine Ahnung, ist mir auch egal. Da auch. Wo geht denn die... Hä? Ich werde natürlich auf der Karte umgucken, wo es missionsweit weitergeht und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.